Wenn es nach dem Willen von Tate Austin geht, wird aus dem kleinen Örtchen Glashütte bei Lanspringe in Zukunft eine Perle der Glaskunst. Die US-Amerikanerin aus New York hat bereits 2019 das ehemalige Herrenhaus in Glashütte gekauft, um darin ihren Traum zu verwirklichen. Ein Kunst- und Kulturzentrum als Treffpunkt für internationale und regionale Künstlerinnen und Künstler. Vorgesehen sind Veranstaltungen, Ausstellungen und Workshops, wobei das Thema Glas und Glaskunst dabei einen besonderen Stellenwert einnehmen soll. Um das ambitionierte Projekt, das zweifelsohne ein Highlight der Region werden könnte, zu verwirklichen, bedarf es nun der Mitwirkung von Mitstreitern, die bereit sind, die Vision von Tate Austin in die Tat umzusetzen. Die Aufgaben, die anstehen, um aus dem historischen Kleinod aus dem frühen 19. Jahrhundert wieder ein nutzbares, zeitgemäßes Gebäude zu machen, sind herausfordernd und reichen von den Belangen des Denkmalschutzes über den Brandschutz bis hin zu den Finanzierungsfragen. Beim Thema Geld konnte Tate Austin in Christoph Rommel, einem deutschen Finanzexperten, der ebenfalls in New York lebt, einen sachkundigen Berater finden, der ihr zur Seite steht. Dass es möglich ist, einem alten Gebäude zu neuem Glanz zu verhelfen, hat die US-Amerikanerin vor 15 Jahren bereits in Detroit bewiesen, wo sie der seinerzeit maroden Kunsthalle erfolgreich neues Leben einhauchen konnte. Wenn Sie sich für das Projekt interessieren, nehmen Sie gern Kontakt zu Tate Austin auf. Die Kontaktmöglichkeiten finden Sie unter dem Video.